herzlich willkommen bzw. willkommen zurück zu unserem Adventskalender. Bitte, bitte vergiss nicht, wir haben in einem der Videos einen Hinweis für unser Gewinnspiel am 24. versteckt. Also bitte halte unbedingt Ausschau danach. Mehr dazu findest du in unserer Videobeschreibung. Ja, heute habe ich wieder was ganz Spezielles mitgebracht und zwar eine meiner Lieblingscremen. Es ist die Sechs-Kräuter-Creme. Die Sechs-Kräuter-Creme kannst du für ganz, ganz vieles verwenden, aber sie ist auch gut geeignet als Gesichtspflege bei eher leicht unreiner, fettiger Haut. Und sie ist ganz einfach herzustellen. Ich mache die Cremen an und für sich immer mit Bienenwachs, weil mit Bienenwachs kannst du sie wirklich sehr schnell herstellen, ohne dass du groß viel herummischen musst. Ich habe das auch schon vorbereitet. Also hier siehst du wieder das Bienenwachs. Was brauchst du dazu? Du brauchst dazu 3 Gramm Bienenwachs. Das ist auch schon hier drinnen, ein Wasserbad. Und hier im Wasserbad, in dem Glastopf, siehst du auch schon, da löst sich das Bienenwachs auch schon auf. Also 3 Gramm Bienenwachs, 5 Gramm Scherbutter, das habe ich auch schon hineingegeben. Und dann brauchst du 30 Milliliter fettes Öl. Du kannst Mandelöl nehmen, aber du kannst auch wieder unsere fixfertige V6-Mischung nehmen. Dann machst du das eben im Wasserbad. Du machst es warm, die gesamte Mischung. Einfach hineingeben und du musst warten, bis sich das Bienenwachs wirklich schön auflöst. Ja? Da kannst du es relativ nicht zu hoch drehen, so 60 Grad ist das Maximum von der Temperatur jetzt vom Wasserbad außen rundherum und da wartest du mal, bis das schön vor sich hin schmilzt, gemeinsam eben mit der Scherbutter und dann kannst du im Prinzip die 30 Milliliter fettes Öl schon dazugeben. Ich habe es da schon fix fertig vorbereitet, da sind 30 Milliliter drinnen. Ich gebe die gleich dazu, dann habe ich hier gleich eine gute Mischung. Das löst sich miteinander auf und wie gesagt, da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis dann das Bienenwachs komplett eben aufgelöst ist und bis das dann alles schön warm ist. Und dann habe ich hier schon mal die 6 Kräuter, die dazukommen, wo von jedem Öl ein Tropfen dazukommt, außer vom Lavendelöl. Vom Lavendelöl kommen 5 Tropfen dazu. 6 Kräuter, welche 6 Kräuter haben wir hier? Wir haben Thymian, wir haben Rosmarin, wir haben die Zypresse, habe ich hier schon, wir haben das Basilikumöl und wir haben Wacholder und eben Lavendel. Das sind wirklich alles ätherische Öle, die sehr wohltuend sind für die Haut, hautunterstützend sind und du wirst sehen, diese Creme, die riecht fantastisch. Jeder, der sich bis jetzt diese Creme gemacht hat, war super begeistert, alleine schon vom Duft dieser Creme. Warum nehmen wir 5 Tropfen Lavendel? Einfach damit die Haut auch noch zusätzlich schön beruhigt wird, damit wir einen schönen Ausgleich haben. Aber sie ist wirklich, du wirst merken, du wirst wirklich begeistert sein, glaube mir. Ja, dann warten wir jetzt noch, bis hier die Scherbutter komplett geschmolzen ist. Und was machen wir dann? Dann muss man immer relativ schnell sein. Das heißt, sobald die Scherbutter komplett geschmolzen ist, nimmst du es aus dem Wasserbad raus. Bitte richte schon mal einen 50 Milliliter Tiegel her, weil das sind eben ca. 50 Milliliter. Und dann, wenn du die Öle dazu getan hast, nochmals gut umrühren und dann einfach in deinen Tiegel einfüllen und dann stehen lassen. Ja? Wirklich stehen lassen, nicht zumachen den Tiegel, ganz, ganz wichtig, noch nicht schließen, sondern stehen lassen, bis es wirklich komplett ausgekühlt ist und bis deine Pflegecreme dann auch komplett fest geworden ist. Ja? Und dann kannst du sie immer auch mit einem Spatel wieder rausnehmen, in der Hand warm machen, auftragen, wohin auch immer du möchtest und du wirst sehen, du hast definitiv eine traumhafte Pflegecreme. Ja? Also, das war es eigentlich auch schon wieder. Ganz wichtig, von jedem Öl ein Tropfen, außer vom Lavendelöl, dann nimmst du 5 Tropfen dazu in der Abkühlphase und dann hast du deine Creme auch schon wieder fertig. Jetzt sind wir soweit, dass wir das abdrehen, die Platte. Da haben wir jetzt unsere fixfertige
schöne warme Pflege und alle Innenwachsdinger sind jetzt geschmolzen. Ja, ich tue das jetzt nur ein bisschen. Und dann lassen wir es abkühlen, ganz wichtig, abkühlen lassen. Das können wir jetzt auf die Seite schieben leicht. So, abkühlen lassen. Ich habe es jetzt da jetzt nur auf die Waage gestellt, das ist unsere Tara-Waage. Ganz wichtig, du kannst verwenden, um die ganzen Maße zu nehmen und die Gramm zu nehmen, verwenden wir immer eine Briefwaage. Das ist das Praktischste, weil die sagt dir ganz genau, wie viel du drinnen hast. So, jetzt sind wir schon in der Abkühlphase. Da geht es dann relativ schnell, weil da wird das Bienenwachs dann auch relativ schnell wieder hart. Und dann kannst du schon hergehen und ein Öl nach dem anderen hineintropfen. Ja, ein bisschen kann man dann noch warten. Aber da merkt man dann am Rand schon, ui, wenn das dann schon wieder leicht weißlich wird, dann fängt schon wieder an zum hart werden. Okay, und dann nehmen wir erstes Öl, haben wir hier die Zypresse. Einen Tropfen Zypresse, manchmal wird es ein bisschen mehr, macht nichts. Kein Problem, wenn es ein Tropfen mehr wird. Ein Tropfen Basilikum. Ein Tropfen Thymian. Die Creme hat es echt in sich, ihr werdet sehen. Da riecht es da bei uns schon so gut. Ein Tropfen Rosmarin. Bei dir zu Hause wird es erst richtig gut riechen. So, ich habe jetzt fast überall zwei Tropfen. Kein Problem. Das macht die Creme nur besser. Ah, da habe ich jetzt einen erwischt. Einen Tropfen Wacholder und 5 Tropfen Lavendel. So, jetzt da musst du dann schnell sein, weil jetzt merkt man schon, dann nochmal gut umrühren. Cremediegel her. Und jetzt kommt das gelbe Gold in deine Creme. Einfüllen und das war's auch schon. Erledigt. Fertig. Und deine Creme ist bereit. Nicht zuschrauben, ganz wichtig, stehen lassen, bis sie komplett hart wird. Und dann kannst du sie auch schon verwenden und immer mit einem Spatel rausnehmen. Ja, du wirst begeistert sein, ich schwöre dir. Ja, und wenn es dir gefallen hat, bitte hinterlass mir unbedingt ein Gefällt mir und abonniere auch unseren YouTube-Kanal. Ja, und dann bis morgen. Ciao.